Prestige. Was ist denn Prestige? Schalte Prestige ein, um auf noch schwierigere Versionen der Need for Speed Style Crew, Outlaw und Schrauber Events zuzugreifen. Du erhältst je nach deiner Leistung in jedem Event einen Stern. Versuche deine Zielpunktzahl zu übertreffen, um das war ein bisschen schnell. Okay. Ach, das meinten die. Absolviere alle 40 Challenges zum Freischalten. Jetzt ergibt es einen Sinn. Zur Strecke gebracht. Dann fahren wir doch da mal hin. Jetzt wissen wir endlich, wie das geht hier. Geht's ja wirklich noch weiter. Das ist ja ein Ding. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, doch noch nicht zu Ende mit dem Let's Play. Ich troll hier kräftig, wa? Das ist der... schon zweimal verabschiedet. Jeder dachte, jetzt ist das Drama endlich vorbei. Jetzt kann ich mir wieder qualifiziert hochwertige Let's Plays angucken und nicht mehr dieses Rumgestümper hier. Nein, da geht's einfach noch weiter. Da hänge ich noch ein Video ran. Und dann wahrscheinlich noch ein Video. Und weil es so schön war, noch eins. So, gucken wir mal. Kann ich ja doch noch ein bisschen Kohle hier sammeln, um dann ein Subaru und den Skyline aufzurüsten. Das haben wir gesagt, 2x36.000 plus noch ein bisschen was anderes, ne? Mist, wie soll ich hier fahren? Reibach, Reibach. So, was haben wir denn hier? Gewinne das Rennen und erreiche das Bronzeziel, um weiterzukommen. Das sind die ersten Events, die du mit Spike gefahren bist. Wirklich verrückter Typ. Okay, wiederholen wir einiges davon. Das sind jetzt quasi die, das ist dann die indirekte Herausforderungsserie. Und das stinkt dann doch eher nach Carbon als nach Underground. Bei Underground gab es sowas nämlich nicht. Gucken wir doch mal, wie weit wir hier kommen. Danke, Taxi. Das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe. So.
Kommt ein Anruf? Nee. Okay. Dann Prestige. Ich hätte jetzt erwartet, dass da irgendwie ein Punkt sich füllt oder so. Hatten wir doch gerade. Ich hab doch gerade eins gewonnen. Warum zum Geier? Hab ich nicht. Das ist doch das, was ich gerade gemacht habe. Und ich habe doch gewonnen. Warum gibt dann da keinen Punkt dazu? Ach, egal. Driften. Nee, falsches Auto. Lass mich raten. Driften? Ja. Rase von Punkt zu Punkt. Dann rasen wir doch da mal hin. Ah, das ist so hier bei unserer Garage. Wäre ich vielleicht sogar schneller gewesen. Wenn ich erst zur Garage gesprungen wäre. Egal. Geht das so auch? Nee. Gewinne das Rennen und erreiche das Bronze-Ziel, um weiterzukommen. Tuning und Fahrstil von dir und Ames waren echt gut. Legen wir einen Zahn zu und probieren's nochmal. Wo ist denn Bronze? Wo gewinne ich denn Bronze? Ach da, bei einer Minute 43. Schon falsch. Dann habe ich jetzt quasi bei dem anderen Rennen Bronze nicht erreicht. Jetzt hoffe ich mal, dass jetzt hier nicht gleich wieder rechts abgebogen wird.
So, 1,43, da bin ich ja schon locker drüber. Dann ist das also der Grund, warum es hier nicht weiterging. Also es ging jetzt quasi gar nicht mal darum, ja, fehlgeschlagen, warum ich hier, dass ich hier Platz 1 oder so geworden bin, sondern es geht tatsächlich um die Geschwindigkeit, also um die Zeit, die ich so hier vorgegeben bekam. Na gut, ja, danke. Probieren wir es mal nochmal. Ja, du hast mich nicht gesehen. Man guckt ja auch nicht in den Außenspiegel, bevor man rüberzieht. So, jetzt rechts halten, das habe ich noch im Kopf. Tuning und Fahrstil von dir und Ames waren echt gut. Legen wir einen Zahn zu und probieren es nochmal. Sorry, aber ich ertrage dieses Lied nicht. Ach, Leute. Ups. Und wieder gerade so nicht. An meinen Unfällen kann es nicht liegen. Das sind viel zu hohe Vorgaben hier. Naja. Naja. Versuch Nummer 3. Nee, hier noch nicht.
Diesmal könnte es klappen. So, was war das jetzt? Ah. Das ist jetzt das nächste, ja? Ja, das ist woanders. Also machen wir das mal. Erreiche das Ziel innerhalb von 2 Minuten 27. Geschafft. Da habe ich noch ein Paket auf der Scheibe. So, Rennen Nummer 3. Why don't you?
Hey, jetzt mal geladen. Ich falle nicht durch. Das ist doch schön. Zwei Minuten 51. Mhm. Ruckel, ruckel. Und wieder uns gegenseitig das Rennen versaut. Ja, das wird wohl wahrscheinlich... Doch! Jawohl, aber gerade so. Aber gerade so. Geht ja doch. Schwupps. Genau. So, dann gucken wir uns die nächsten Prestige-Rennen dann mal im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis denn. Tschüss.